Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video hier vom Kelly Trip. Ihr könnt es schon hören, ich höre mich mittlerweile ein bisschen an wie Monte. Schöne Grüße an den Kollegen, falls ihr gerade nochmal zuguckt. Wir vermissen dich übrigens sehr. Und ja, ich bin so ein kleines bisschen krank. Wenn ich huste, fühle ich das so ein bisschen an, gerade als würde meine Lunge platzen. Also ich würde das gar nicht als krank bezeichnen, sondern so ein bisschen angeschlagen. Also mir geht es nicht wirklich schlecht, aber ich höre mich schlecht an. Und es tut auf jeden Fall ordentlich weh, wenn ich mir mal einen Husten rausdrücke. Aber, okay Leute, das passiert auf jeden Fall natürlich jetzt direkt im Video. Aber Leute, eins heitert mich auf. Guckt da mal raus, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das Wetter stimmt, meine Stimmung stimmt auch, obwohl ich krank bin. Ist aber nicht schlimm, die anderen sind gerade irgendwie frühstücken. Ich werde mich jetzt einfach um die nächsten Videos kümmern und noch ein bisschen anderes Zeug. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, hier auf dem Kanal, der Uploadplan war echt ein bisschen durcheinander. Es kamen teilweise Videos irgendwie mit einer halben Stunde Abstand und so. Ist für mich auch das erste Mal, dass ich so heftig vorproduziere. Teilweise 3 Videos täglich. Ist natürlich eine ganze Packung an Videos, die man irgendwie gemanagt bekommen muss. Und dadurch, dass hier auch diese Zeitumstellung war, ist dieser ganze Schedule-Plan irgendwie da total durcheinander gewesen. Und deswegen muss ich mich um ganz viel Zeug noch irgendwie kümmern. Leider sind auch ein paar Thumbnails nicht dabei. Vielleicht schaffe ich das jetzt noch, während die anderen frühstücken. Man weiß es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, die Zeit zu nutzen. Aber mit so einer Aussicht, glaube ich, kann man das auch ganz gut machen. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass ich jetzt gerade mal kurz Zeit dafür habe. Auch wenn das Internet nicht hier so toll ist. Aber für Schneiden und den anderen Kram reicht es auf jeden Fall schon. Und mal gucken, was auf jeden Fall noch passieren wird. Wie sich meine Stimme noch im Laufe des Tages verändern wird. Und ich bin sehr gespannt. Wir wollen heute, glaube ich, eher so einen chilligeren machen. Also mal ein bisschen San Francisco angucken. Heute Abend vielleicht mal zu Golden Gate Bridge oder so. Hört sich auf jeden Fall cool an. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer anderen Location mal ein bisschen wieder, ne? Bis dann. So Leute, ich habe gerade gesehen, dass der gute Monte gerade auf Twitch streamt. Und ich werde ihm jetzt mal eine Spende da lassen. Und schöne Grüße. Mal gucken, ob er es im Stream merken wird. So, ich hau das mal raus jetzt hier. Say my name. Da ist die Spende gerade angekommen, mal gucken, ob er es checkt. Monte, guck deine Spenden jetzt. 83 ist genau passend, das kann sein, ja. Oh. Ich mache keinen Sport, aber ich wurde gekickt, alles klar. Aber ich bestell mir die Tage ein Pennyboard, also ein kleines Longboard. als ich in Los Angeles war, bin ich mit Denas und Isis Pennyboard gefahren. Das hat echt Laune gemacht, Freunde. Ja, guck mal deine Spende da, Mann. Jetzt hat es, glaube ich, gecheckt. Ups. Geht sofort weiter? Ich glaube, er hat es auf Twitter gelesen jetzt. Ich muss kurz mal bei Twitter easy antworten. So. Natürlich antworte ich, schaue ich jetzt. So, Freunde, warte mal ganz kurz. 5 Euro haben wir vom Easy abgehört. Das ist so ein richtiger Random. Schöne Grüße aus San Francisco. San Francisco, verfickte Scheiße. Wir vermissen dich. Peace. Also Easy, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich deine Fresse nicht mehr sehen muss. Und vor allen Dingen die vom Dena. Nee, lasst euch gut gehen, Alter. San Francisco ist auch eine Stadt, die ich gerne gesehen hätte. Macht nicht so doll, ne? Und grüß die anderen beiden von mir. Leute, ich kann nicht mehr sprechen, ich hab Schmock im Hals. In Monterey habe ich mir so einen kleinen Ersatzrasierer hier geholt. Ich zeige euch den mal. So ein Gerät hier. Und das angeblich, obwohl das nur so ein normaler Nassrasierer ist, ist da irgendwie was Elektrisches hinten drin. So ein Barttrimmer. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme, mich damit zu rasieren. Ich finde das total eigenartig. Hier ist einfach was Elektronisches drin und das war einfach genauso teuer wie ein eigentlich nur ein normaler Rasierer. Ich bin mal sehr gespannt und das Ganze läuft irgendwie mit einer normalen Batterie. Ich habe ja gesagt, ich muss mir ganz dringend was einfallen lassen. So, und die packe ich jetzt hier, glaube ich, irgendwo rein. So. Jo, der geht ja direkt voll ab. Als ob. Jetzt habe ich hier die Batterie drin. Hier mit süßem ich bin hier mal beim Schminktischchen da. Hier kann ich mich immer schön schminken und so. Extra nur für mich. Gucken, ob das funktioniert. Okay, mit diesem Aufsatz passiert so gut wie gar nichts, glaube ich. Den kann man einstellen. Und den kann man auch ganz wegmachen. Ja, also dafür, dass es so ein kleines Ding ist, muss ich sagen, ist das echt krass. Also ich sehe schon von der Seite schon fast wieder aus wie ein normaler Mensch, ne? Nicht schlecht. Nur die Nase, die pelzt sich und fast, weil ich so Sonnenbrand habe. Hä, was ja voll cool dafür, dass hier nur eine kleine Batterie drin ist und hier schon alles vermockt ist. Das ist ja richtig gut. So, der Talon und Adi Eiblali Kinnbart Style. Geil. Sieht man hier fast gar nicht. Ja, ich sehe endlich wieder aus wie ein normaler Mensch. Jetzt muss nur noch die Stimme wie ein normaler Mensch klingen und dann ist eigentlich alles gut. Aber Klugi und ich gehen jetzt mal das Video uploaden. Ich traue mich nicht zu dir hin zu filmen, weil es bei mir gerade so durcheinander aussieht, weil ich meine Sachen rumgefühlt habe. Aber wir suchen uns jetzt mal ein Starbucks oder so, wo wir das Video uploaden. Und dann gehen wir zu den anderen mal ein bisschen fleißig shoppen. Ich brauche unbedingt noch T-Shirts. Und ich brauche noch anderes Zeug, einen neuen Rucksack. Der ist gerade einfach kaputt gegangen, während wir Zeug aus dem Auto geholt haben.
keine Ahnung, Reißverschluss kaputt, brauche ich einen neuen Rucksack. Aber ist nicht schlimm, ich brauche eh einen neuen Rucksack, wo auch noch ein Pedibot dran passt. Den hat ja schon seinen gefunden, vor ein paar Tagen, zwei Tagen oder so. Und mal schauen, ob ich auch noch einen schönen finde. Vielleicht auch was mit Punkten, das wäre natürlich auch super. In einem Einkaufszentrum und hier sind einfach so ein paar Bildschirme, die hier rumhängen. Da, 1, 2, 3 und das Ding ist irgendwie verbunden, da oben sind Kameras und die können genau sehen, was wir hier gerade machen. Das heißt, hier rechts könnt ihr mich sehen, da auf der rechten Seite, links ist gerade der Klüsch und wir können jetzt hier einfach so dran rumspielen und hier gegenseitig uns alle vollwischen. Aber machen wir gerade Stopp. Ey, ihr müsst mal gucken, das Ding reagiert richtig krass direkt. Da, ich bin jetzt dieser hellblaue Ball da oben. Und ich kann den hier so richtig durch das Ding durchziehen. Also ganz ehrlich, das ist schon extrem beeindruckend irgendwie, ne? Wow, jetzt rast du auch aus. Mach das so pink unten. Wir machen jetzt so einen Farbenkampf. Boah, Junge, guck dir das mal an. Boah, sieht das geil aus. Das Ding ist ultra krass, oder? Das ist schon echt cool. Boah, bin ich orange. Ich habe irgendwie das Problem, dass meine Kreditkarte schon seit 2 Tagen nicht mehr funktioniert. Aber zum Glück ist ja Papa dabei, ne? Papa Klugi? So, der bezahlt mir nämlich immer alles, der holt mir immer alles. Papa, ich möchte nur noch den Rucksack haben. Ja, da kann mein Pennyboard vorne dran. Der Rucksack kommt mir bekannt vor. Bitte, kann Papa. Das sein, dass das der Weltrucksack ist? Nee, deiner hat Punkte. Kann ich den haben, Papa? Willst du mir das nachkaufen? Nein, du hast doch einen anderen. Das ist derselbe Rucksack mit einer anderen Farbe. Ey, deiner ist krank. Krank? Deiner ist das Sims. Ich hab den Sams-Rucksack. Sams heißt Sams. Das. Sams war das. Und Dial. Papa, nur noch das. Das war's aber dann für heute. Dann gibt's auch kein Essen mehr leider. Nee, Essen gibt's natürlich nicht. Ich räume auch die Spülmaschine aus. Ja, ach, die Spülmaschine nicht vorhanden. Ja, wir haben Er kann alle Schuhe putzen. Aber ja, darf ich? Eben, meine ich. Aber darf ich? Ja, ist gut. Oh, Papa, du bist der Beste. Was ist das? Ich würde auch irgendwas gerne haben. Nee, Felix, du hast zum Beispiel YouTube-Kanal über 1 Million. Und dann darf man nichts mehr? Ist ja scheiße. Nee. Zum Glück habe ich noch unter 1 Million Abonnenten. Da bekommt mich noch alles von Papa. Ja. Yo, Leute, meine Stimme ist immer noch nicht besser. Doch, ein bisschen ist eigentlich besser geworden. Ich weiß nicht, warum der Start sich jetzt so komisch angehört hat, aber eigentlich ist alles wieder besser. Wir sind gerade in der Cheesecake Factory und haben einfach den übertrieben krassen Blick, der ist noch besser als von der Rooftop-Bar vom Ace Hotel in Los Angeles. Liegt aber unter anderem daran, dass ich das insgesamt hier auch einfach optisch ein bisschen schöner finde. Ich habe mir gerade kurz überlegt, die Abmoderation zu machen, aber ich habe ja im vorgestrigen Video noch so viel Schwachsinn gemacht, ich würde sagen. Da haben wir später noch ein bisschen Schwachsinn hinterher. Ist ja nicht allzu viel passiert, außer ein bisschen rasieren. Ja. Leute, fandet ihr das Rasieren gut? Schreibt in die Kommentare. Ja, wenn euch das Rasieren gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja. Kann ich in Zukunft sowas öfter machen, ein paar Beauty-Tipps, dann zeige ich euch ein paar... Hast du so als Tutorial gemacht? Nee, aber kann ich in Zukunft noch machen. Vielleicht soll ich, ja, vielleicht gut. Vielleicht machen wir dann irgendwie ein Feature mit Sammy Slimani, der rasiert sich ja wahrscheinlich auch. Oder Joko Winterscheid, der ist jetzt auch mit Tutorials oder, am Start. Oder Joko Winterscheid, ansonsten können wir nochmal Special Guest MC Fitti oder so dazu holen, wie ihr Lust habt und wir sehen uns dann wieder auf dem Boden der Tatsachen gleich wieder. Aber guckt doch nochmal, guckt doch euch das nochmal an. Schön. Klasse. Und ihr denkt, da oben ist der Mond, aber in Wirklichkeit spiegelt er sich und er ist eigentlich nur da. Oh, verrückte Welt.